testen dürfen. Die Ampel ist sogar noch nicht mal an. Was passiert, wenn man eine Wasserrutsche rutscht ohne Wasser? Jetzt geht's los. Das ist keine gute Idee. Der Super-GAU ist passiert. Ich habe mein Handy verloren. Freunde, es geht wieder richtig rund. Im Hintergrund seht ihr die größte Therme der Welt. Wir haben wieder heute wieder eine Nacht das Schwimmbad für uns alleine. Ab 21 Uhr ist hier Ladenschluss und wir haben da wieder alles für uns. Es ist 18 Uhr, wir gehen jetzt noch ein bisschen normal rein, aber danach ist alles für uns. Ja, der ganze Rutschpark. Es gibt eine neue richtig kranke Rutsche. Es wird wild. Zoe, warst du schon mal alleine im Schwimmbad? Nein. Okay. Herzlich willkommen in der größten Therme der Welt. Was geht hier ab? What the fuck? So, hat sich erstmal ein Eis gezogen. Was ist das hier? Was ist das? Das halte ich für jemanden. Eine ganz wilde Kombination. Junge, wie groß das ist. Alter. Aber was ist das denn? Das ist einfach ein Club im Wasser. Wie cool. Warum wird es hier wärmer? Oh, Johannes, der Türsteher. Mit dem Outfit kommst du nicht rein. Oder was für ein Outfit? Alles klar, wir lassen gerne rein. Einer Stopp. Die Mädels können reinkommen. Was? Johannes, lass mich jetzt rein. Jungs, fahr mal wieder 6. Leider für euch, ein bisschen draußen bleiben. Jetzt sind wir wieder Freunde eigentlich. Ich war noch nie in einem Club im Wasser, das ist ja anders wild. Zoe, was ist hier los? Hä? Was ist der Tisch? Was macht der Türsteher hier? Dann haben wir noch ein bisschen Party gemacht und haben fast vergessen, dass wir gleich den Rutschpark komplett für uns alleine haben. Ich habe dann probiert, auf Zoes Schultern zu gehen, das hat blendend geklappt. Alter, das ist auf jeden Fall anders wild. Die Therme hat ungefähr noch eine Stunde auf und danach gehen wir in den Rutschpark und dann wird es sehr wild werden. Und dann war die Zeit der Durchsage. Es wurde gesagt, dass alle Gäste das Bad verlassen müssen und wir waren komplett allein. Alter, es ist komplett leer aus dem Johannes. Laufen hier noch gerade rum, es ist so krank. Hier werden irgendwie scheinbar die Reifen gelagert. Oh mein Gott, Alter. Das ist so gruselig hier. Ultra geile Erfahrung, auf jeden Fall alleine hier zu sein. Das ist sehr krank. Johannes ist auch hier. Moin Moin. Wo ist denn Zoe hin? Wir haben halt echt Zoe gerade verloren. Irgendwo, die ist irgendwo. Alter, das ist so gruselig hier. So gruselig. Die Mitarbeiter sind auf einmal weg. Wir sind komplett alleine gerade. Die Mitarbeiter sind auch gegangen. Okay, Freunde, wir sind jetzt komplett alleine im Rutschpark. Nur noch wir beide hier. Wir werden jetzt alle Rutschen rutschen. Das ist die Todes-Freefall-Rutsche. Siehst du dich in dieser Freefall-Rutsche? Du machst sie. Ich denke schon, was sie machen muss. Okay, die Freefall-Rutsche wieder haben wir heute gemacht. Jetzt komm, jetzt direkt Moritz, komm. Nein, Digga, nicht die ganz erste Rutsche leider. Komm, Alter, erst komm, Moritz. Okay. Ich hab richtig Angst um dich. Ey, ich muss diesen Scheiß jetzt direkt am Anfang machen, das kann doch nicht sein. Alter. Das ist doch geisteskrank. Okay, let's go. Oh mein Gott. Warum direkt am Anfang? Oh mein Gott, das kann ich nicht. Oh mein Gott. Zoe, nur wegen dir muss ich da jetzt runter. Das ist so krass. Ich kann nicht, Digga, ich kann nicht. Oh. Ein Kuss. Schaffst das. Ich hab so Adrenalin. Schaffst das. Du schaffst das. Ich hab mich die Rutsche noch nie getraut. Letztes Jahr habe ich auch nur Isabel runtergeschubst. Jetzt bin ich selber dran. Okay, schubst du. Okay, ich hab Angst. Okay, Schubst du. 2, 3, Danny, los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Wie ist der noch? Ja, er lebt doch. Ich hab solche Schmerzen, das ist unglaublich. Spiegelei. Ich bin leider falsch gerutscht. Also normalerweise rutscht man eigentlich in einer anderen Technik. Beine überkreuzen, den kompletten Körperspannung. Ich hab's alles falsch gemacht. Okay, Freunde, es gibt ein nächstes Battle. Und zwar, wer kommt weiter, Janina oder ich? Schaut euch das an, Leute. Da sind die Meter eingezeichnet und wer weiterkommt, der hat gewonnen. Johannes, wie viel wettest du auf mich? Du bist so fett, deswegen sieben. Okay, scheiß drauf, Digga. Ich sag, ich schaff 7 Meter. Okay, wer weiterkommt, hat gewonnen. Let's go. Doch die Challenge soll der komplette Reinfall werden. Passt auf, es ist komplett eskaliert. Janina hat angefangen und ich glaube, es war nicht mal 1 Zentimeter. Ab dann ist es wirklich komplett eskaliert. Erstmal war ich dran und ich habe mich nicht getraut, runterzurutschen. Ey, es war so gruselig. Da war so eine Plastikscheibe vor. Ich hab gedacht, ich knall dagegen. Ja, was? Was? Ich trau mich das nicht. Da ist so eine Glasscheibe, wo man gegen knallen kann. Ich trau mich das nicht. Janina, du hast gewonnen. Und dann ist noch jemand anders runtergerutscht, den wir gefilmt haben. Und die Kamera ist komplett nass geworden und komplett kaputt gewesen. Fuck! Hier sieht man auch nochmal Johannes aus einem anderen Blickwinkel. Er ist doch schnell weggerannt und hat gemerkt, scheiße, das ist jetzt richtig verkackt. Ja, 3000 Euro Kamera ist im Arsch. Mega. Das hieß für uns also erstmal mit dem iPhone weiter filmen, aber da sollte auch noch was mit passieren. Normalerweise wäre das Ganze hier abgesperrt, aber wir dürfen heute hier reingehen. Kein normaler Gast darf hier rein, aber wir dürfen rein. Okay, Freunde, wir sind jetzt die Ersten, die eine neue Rutsche testen dürfen. Das hat noch nie jemand vorher getestet. Außer ein Rutsch-YouTuber. Naja, egal. Vergessen wir das. Wir dürfen jetzt hier durch das Gesperrtband durchgehen. Let's go. Die ersten Leute, die das testen dürfen. Let's go, oder? Komm. Was macht der rote Knopf da? Egal. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich dumm. Rutscht die Rutsche auf jeden Fall nur mit Reifen. Wir haben das dummerweise ohne Reifen gemacht und das hat überhaupt nicht funktioniert. Go, die Ersten, die jemals diese Rutsche gerutscht haben. Wir sind die Ersten. Ich auch ein bisschen, weil wir die Ersten sind, die jemals... Schwer.
schwer ist das. Es ist schwer. Let's go, komm rein da. Die Ampel ist sogar noch nicht mal an. Nur gegeneinander geknallt, also mach's auf gar keinen Fall so, wie wir es gemacht haben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Irgendwie, also normalerweise muss man das mit Regen rutschen, aber wir chillen jetzt einfach hier vorne. Mit Reifen macht's auch mehr Spaß. Ich weiß es nicht. Oh Gott! Oh Gott! Ach du Scheiße! Nein! Nein! Nein, das ist geil! Neue Rutschung ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ist das geil! Trichterrutsche muss sein. Ich scheiß mich so ein, wenn ich das sehe. Man rutscht einfach ins Schwarze rein, das kann nicht sein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ganz entspannt auf die Familienrutsche gegangen. Die war auch bei The Wish schon abgesperrt. Oh mein Gott, das ist aber eine schnelle Familienrutsche. Hatten auf jeden Fall viel Spaß, doch dann. Der Super-GAU ist passiert. Ich habe mein Handy verloren. Wir sehen es doch. Also irgendwo hier liegt es. Wir müssen jetzt alle Rutschen ausmachen. Wir müssen alle Rutschen ausmachen und dann hören, wo es ist, weil das macht dann so Geräusch. Aber ja. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Wir mussten jetzt gerade alle Rutschen lahmlegen, weil wir jetzt irgendwo hören müssen, wo mein Handy ist. Ich hab keine Ahnung, wo ich mein Handy getan habe. Also sind jetzt alle Rutschen ausgestellt worden. Film damit. Wo ist dein Handy? Sorry, egal was euer Lehrer euch gesagt hat. Es gibt dumme Fragen, Johannes. Okay, einmal kurz leise sein. Mein Handy ist Okay, hört ihr das? Ich hör nichts. Warte, kommt auf jeden Fall schon. Von da drüben. Da ist der Jesus, what the fuck? Du Idiot. Wie los? Ich hab jetzt gerade wirklich alle Rutschen ausgemacht, weil ich hier auf der Liege lag. Das ist so los. Ja, die Rutschen können wieder angemacht. So blöd kann keiner sein. Aber wir müssen überlegen, komm, wir lassen die Rutschen einfach aus und rutschen einfach mal ohne Wasser, weil das habe ich auch noch nie gemacht. Wie ist es wohl, so eine Rutsche zu rutschen ohne Wasser? Komm, wir testen das aus. Super! Fazit, das ist nicht so toll. Aber eine gute Studie hat mehrere Versuche. Und deswegen haben wir noch direkt die nächste Rutsche ausprobiert. Denn da war noch ein bisschen Wasser drauf, aber... Was sagst du? Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Hey, das ist eine super Idee. 3, 2, 1. Was? Wie schnell? Also, Fazit, das funktioniert noch. So sieht dein Thema um 0 Uhr aus. Es ist komplett leer. Letzter Anspruch des Tages. Ach stimmt, die Krabbe. Okay, wir sollten echt nach Hause gehen. So, Johannes, wie fandest du es heute? Absolut geil, aber irgendwie vergessen umzuziehen. Yeah. Johannes hat den kompletten Klamotten drin irgendwie vergessen. Perfekt. Johannes, Digga, was ist mit dir? Deine Klamotten sind einfach weg. Wir waren am nächsten Tag wieder in der Therme und haben was ganz Verrücktes aufgenommen. Wir sind jede Rutsche gerutscht und haben dabei die krassesten Fragen gemacht. Wie oft? Die Woche. Mit einem Mikrofon in der Rutsche. Ich habe auf jeden Fall sehr gut daraus gelernt, dass meine Kamera und mein Handy fast kaputt gegangen ist. Das seht ihr nächste Woche Freitag, also schaltet auf jeden Fall ein. Am Ende muss man einfach sagen, fettes Dank an die Therme Erding, dass wir einfach da filmen durften, dass sie einfach für uns Überstunden gemacht haben, dass wir halt dann noch die Rutschen rutschen durften. Vielen, vielen Dank. Testet neue Rutsche auf jeden Fall aus, es lohnt sich. Und ich hoffe, wir sind nochmal erwünscht. Ich wollte nur sagen, dass wir in einem grünen Whirlpool sind. Mehr habe ich nicht zu sagen.